Möchtest du Startrails, auch Sternstrichspuren genannt, fotografieren? Dann erfährst du in diesem Video alles von der Planung über die Aufnahmen bis hin zur Bearbeitung. Hallo, ich bin Angelika und werde dich durch den gesamten Prozess führen. Von der Idee zum Bild, über die Aufnahmen bis hin zur Bildbearbeitung. Dazu gleich ein Hinweis. Das Decken und Speichern der Startrails kann etwas länger dauern, abhängig von der Anzahl der Aufnahmen und der Performance deines Rechners, bis zu 2 Stunden. Deshalb planst du die Bildbearbeitung besser dann ein, wenn du den Rechner nicht für andere Aufgaben benötigst. Und schon geht's los mit der Idee zum Bild. Nicht weit von meiner Wohnung liegt der Langerteich. Bei kurzen Spaziergängen komme ich dort oft vorbei. Deshalb kam mir irgendwann die Idee, Startrails über diesem Teich aufzunehmen. Der Teich liegt weit genug von der Straße entfernt, sodass ich keine störenden Fahrzeuglichter zu erwarten hatte. Dieses Foto ist in Richtung Süden aufgenommen. Ich wollte die Strichspuren jedoch gern als Halbkreise haben. Die Sterne kreisen um den Polarstern. Wenn wir mit einer feststehenden Kamera lange belichten, entstehen so Kreise um den Polarstern. Dazu muss die Kamera in Richtung Norden, wo der Polarstern zu finden ist, ausgerichtet werden. Also beschloss ich, die Startrails vom Teichdamm her aufzunehmen. Ich suchte mir schon bei Tage einen geeigneten Standort. Über die Wetterbedingungen und die Mondphase informiere ich mich mit der App Clear Outside. Sie kann kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden. Hier ein Beispiel für den 25. Mai 2023. Der Mond geht um 2 Uhr unter. Dann beginnt die ideale Dunkelheit für die Startrails. Ich starte meine Aufnahmen allerdings etwas früher. Dann wird die Landschaft etwas aufgehellt. Wenn sie mir zuhell wird, lasse ich die Aufnahmen bei der späteren Bildbearbeitung einfach weg. Wirklich Nacht wird es in Norddeutschland jetzt leider nicht mehr. Sonst gäbe es in der Zeile Sunlight einen schwarzen Bereich. Der dunkelblaue Teil bedeutet astronomische Dämmerung. Auch in dieser Phase lassen sich Startrails aufnehmen. Damit bliebe am 25. Mai eine gute Stunde für die Aufnahmen übrig. Leider werden zu viele Wolken erwartet. Damit ist dieser Tag ungeeignet. Das Beispielbild für dieses Video habe ich im September bei Nacht und um Neumond herum in 2 Stunden aufgenommen. Nun zu den Kameraeinstellungen. Den Weißabgleich der Kamera stellt ihr entweder auf Leuchtstofflampe oder ihr wählt eine Farbtemperatur. Für Astroaufnahmen eignen sich beispielsweise 3900 Kelvin. Für Startrails stelle ich die größte Blende ein, in meinem Fall 2.8 für das Nikkor 14-24. Bei dieser Einstellung bildet das Objektiv nicht mit optimaler Schärfe ab. Bei Startrails wirkt das jedoch ganz gut. Für mein Beispielbild habe ich die Nikon 5300 benutzt und die ISO auf 800 eingestellt, um einerseits das Rauschen zu minimieren. Andererseits sollten die Aufnahmen nicht zu dunkel werden. Ich belichte die Einzelaufnahme jeweils mit 30 Sekunden. So kann ich notfalls einzelne Aufnahmen aussortieren, falls dies erforderlich wird. Mit diesen Einstellungen lässt sich später im Bedarfsfall auch ein Timelapse erstellen, also ein Video, wie sich die Strichspuren aufbauen. Die Fotos werden im RAW-Format gespeichert, damit wir sie hinterher optimal bearbeiten können. Entweder über Intervallaufnahmen oder mit einer Fernsteuerung lasst ihr die Kamera dann über den gewählten Zeitraum selbstständig fotografieren. In meinem Fall waren es 335 mal 30 Sekunden. Ihr solltet zwischendurch möglichst nichts berühren, sondern einfach den Blick in den Abendhimmel genießen. Die 335 Aufnahmen habe ich in einem Ordner RAW gespeichert. Diesen Ordner öffne ich jetzt in Adobe Bridge durch Doppelklicken. Dann sehe ich meine ganzen Aufnahmen. Ich markiere sie alle von der ersten bis zur letzten Aufnahme, indem ich die Umschalttaste gedrückt halte und klick auf die rechte Maus mit der rechten Maustaste in Kamera RAW öffnen.
Es öffnet sich das Kamera-RAW-Menü und als erstes sehe ich, dass die Bilder relativ dunkel sind, um sie weiter zu bearbeiten. Von daher klicke ich auf das erste Bild und erhöhe die Belichtung etwas auf 1, damit ich überhaupt erstmal sehe, was ich bearbeite. Dabei behalte ich das Histogramm oben im Blick und achte darauf, dass es weder rechts noch links anstößt. Das ist in diesem Fall in Ordnung. Bei mir passt der Weißabgleich. Wenn er nicht passt, kann man mit Klick auf die Pipette hier in den verschiedenen Räumen etwas ändern. Das möchte ich in diesem Falle allerdings nicht tun und setze meinen Weißaufgleich dann wieder zurück auf den Ursprungswert. Das kann ich tun, wenn ich auf die drei Pünktchen klicke, auf Standardeinstellungen zurücksetzen. Allerdings ist dann auch meine Belichtung wieder auf 0 und ich gehe wieder, setze sie wieder zurück auf 1. Dann möchte ich etwas mehr Kontrast im Bild. Man sollte das nicht übertreiben, so etwa 10 ist immer ein guter Wert. Die Lichter nehme ich etwas heraus, in diesem Fall ja, so 14, 15 lasse ich das. Die Tiefen erhöhe ich, um den Vordergrund etwas heller zu bekommen, auf ungefähr 30 in diesem Fall. Und weil ich die Lichter herausgenommen habe, gleiche ich das aus, indem ich den Weißregler auf plus 20 schiebe. Auch Klarheit erhöhe ich auf 10. Auf ungefähr 10, ja, das gefällt mir dann ein bisschen viel. Auf ungefähr 10. Und die Dynamik, um die Mitteltöne noch stärker zur Geltung zu bringen, auf 12. Die Objektivkorrekturen finde ich unter Optik, denn alle Objektive haben gewisse Fehler. Da klicke ich sowohl die chromatische Aberration entfernen als auch die Profilkorrekturen verwenden an. In meinem Fall ist es so, dass Kamera-RAW das Objektiv automatisch findet. Sollte das bei euch nicht der Fall sein, könnt ihr diese Einstellungen auch manuell tätigen. Jetzt ist mein erstes Bild viel heller als die anderen. Deshalb klicke ich auf die drei Punkte oben und es öffnet sich ein Menü. Alles auswählen klicke ich an und dann nochmal auf die drei Punkte. Einstellungen synchronisieren. Ich sage alle aktivieren. Okay. Jetzt sehe ich, dass meine ganzen Bilder einerseits mit einem weißen Rahmen versehen wurden und andererseits die Einstellungen, die ich soeben an dem ersten Bild getätigt hatte, auf alle anderen übertragen wurden. Außer bei den Grundeinstellungen und der Optik empfehle ich keine weiteren Korrekturen bei den Star Trails. Das könnte hinterher Probleme beim Überlagern geben. Als nächstes klicke ich wieder auf das erste Bild und sehe es groß angezeigt. Und jetzt folgt eine Fleißaufgabe. Wir müssen der Reihe nach alle Bilder durchgehen und nach Besonderheiten Ausschau halten. Ja, alle 335 Bilder. Mit ziemlicher Sicherheit werdet ihr auf einigen der Fotos Flugzeugspuren finden. Diese würden die Star Trails stören, deshalb reparieren wir sie. Wir vergrößern das Bild etwas, um genauer arbeiten zu können und gehen dann auf den Reparaturstempel am rechten Rand, wählen eine passende Größe. Der Durchmesser muss etwas größer als der Durchmesser der Strichspur sein, ist mir hier noch etwas zu klein, also ich gehe auf 4 mit einer Deckkraft von 100. Und dann markieren wir die gesamte Flugzeugspur, sodass nichts mehr zu sehen ist.
Das war nicht ganz gut gelungen mit der Markierung. So, jetzt ist sie komplett weg. Und das machen wir genauso mit Flugzeugspuren auf anderen Aufnahmen. Wenn ihr durch die Aufnahmen scrollt, gibt es noch eine zweite Besonderheit. Und zwar die, dass der Vordergrund am rechten Rand immer heller wird. Das liegt daran, dass der Mond aufgeht. Besonders bei den letzten Aufnahmen ist das sehr auffällig. Das habe ich bewusst gemacht, um den Vordergrund etwas stärker auszuleuchten. Wenn ihr alle Flugzeugspuren und sonstigen Störungen aus den Bildern entfernt habt, dann klickt auf dem Bild, wo ihr gerade seid, wieder auf die drei Punkte, alles auswählen und schon sind alle Bilder markiert und ihr könnt sie jetzt im Photoshop öffnen. Wenn Photoshop alle Dateien geöffnet hat, geht bitte auf Datei, Skripten, Dateien in Stapel laden. Dann öffnet sich ein neues Menü und ihr könnt geöffnete Dateien hinzufügen anklicken. Es dauert wieder eine Weile und irgendwann werdet ihr sehen, dass die ganzen Dateinamen hier in diesem Feld auftauchen. Jetzt ist es soweit. Ihr seht jetzt hier die ganzen geöffneten Dateien und klickt auf OK. Jetzt ist der Moment, in dem ihr euch getrost anderen Tätigkeiten zuwenden könnt, denn Photoshop braucht sehr lange, um diesen Job zu bewältigen. Ich melde mich danach wieder. Den PSD-File könnt ihr im Bedarfsfall in Photoshop weiter bearbeiten oder nach Lightroom exportieren. Mir selbst ist das Stacken in Photoshop allerdings zu langwierig. Deshalb stelle ich gleich die autonome Software StarTrails vor. Die Software gibt's unter www.startrails.de kostenlos bzw. gegen eine Spende. Ladet sie herunter und installiert sie. StarTrails verwendet allerdings keine Rohdaten, deshalb müsst ihr diese zunächst in das TIFF-Format umwandeln. Das geht am einfachsten in Adobe Bridge. Ihr wählt den Ordner, in dem sich eure Dateien befinden, markiert sie alle und geht dann auf Datei, Exportieren in, benutzerdefinierte Export. Hier unten findet ihr das Bildformat. Das stellt ihr auf TIFF, alle anderen Einstellungen könnt ihr so belassen und Export starten. Es öffnet sich ein kleines Menü, in dem ihr den Exportfortschritt verfolgen könnt. Wenn ihr StarTrails öffnet, werdet ihr zunächst nach der Benutzersprache gefragt. Die könnt ihr jeweils eingeben, zum Beispiel Deutsch. Und dann öffnet sich auch schon das Menü. Hier oben links seht ihr die Eingabetasten und wir fangen an mit Bilder öffnen, gehen dann in den Ordner, in dem wir unsere TIFF-Dateien haben, markieren diese wieder alle, indem wir sie anklicken und dann öffnen. Und hier geht es jetzt ganz schnell, schon sind alle Dateien geöffnet. Jetzt braucht ihr eigentlich nichts weiter zu tun, als auf dieses Icon, Strichbohren zu klicken, aufhellen und OK. Dann dauert das natürlich auch hier wieder eine Weile, aber längst nicht so lange wie in Photoshop und ich melde mich wieder, wenn das Ergebnis vorliegt. Wenn ihr wollt, könnt ihr das fertige Bild dann weiter bearbeiten mit Lightroom, mit Photoshop oder auch mit anderen Programmen. Damit bin ich am Ende dieses Tutorials angekommen. Und wünsche euch viel Spaß mit euren StarTrails.